Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich bin auch so aufgeregt wie, glaube ich, bei noch keinem anderen Video bis jetzt auf dem Kanal. Denn heute packe ich meine gegradeten Karten aus. Meine erste Grading-Sendung ist zurück. Hier, so sieht das Paket aus, sehr unspektakulär. Aber ich habe Karten graden lassen bei einem deutschen Unternehmen, und zwar Gold Standard Grading. Ich habe aktuell auch welche bei PSA, aber die brauchen ja echt saulange. Also ich glaube, die Karten kriege ich dieses Jahr nicht wieder, obwohl ich sie im Januar eingeschickt habe. Aber diese Karten hier kamen relativ zügig zurück. Ich glaube, es hat ungefähr 3 Monate gedauert, was ja eigentlich eine ganz solide Zeit ist, aber da kommen sie aktuell auch nicht mehr hinterher. Also ich habe die zu einer Zeit eingeschickt, wo es irgendwie gerade noch so ging, aber jetzt sind sie auch mega überlastet und nehmen auch nicht mehr so viele Karten an. Ja, ich wollte das Ganze mal testen und habe ein paar Karten eingeschickt. So sieht das Ganze aus. Ich habe es schon mal kurz aufgemacht. Sie haben es gut gepolstert mit Papier. Ich kenne noch keine Grades, das heißt, wir werden die Grades jetzt zusammen zum ersten Mal sehen. Es ist sehr, sehr aufregend für mich. Ich nehme am besten mal hier so eine Energiekarte, mit der ich die Grades abdecke. Okay, und sie sind auch nochmal verpackt. Also ich kann mich jetzt auch schlecht spoilern, so rum. So sieht das Ganze aus. 2 Stapel sind das. Ich werde nochmal... Nein, es sind noch mehr Stapel. Und das war's. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich 11 Karten eingeschickt, weil das, glaube ich, am billigsten war. Vielleicht sind es auch 10. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber das ist ja auch das Spannende jetzt an der Sache. Also ich weiß nicht mehr genau. Natürlich weiß ich noch, welche Karten das waren, aber... Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist schon mal die erste Überraschung. Mein Toploader kam zurück. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dafür hat so ein Unternehmen keine Zeit. Aber ich bin, das finde ich cool. Okay, sehr gut. Die Toploader kam zurück. Das ist die Rückseite. Ich will nicht spoilern, das ist die Rückseite. Das habe ich mich nämlich schon öfter gefragt, was sie denn mit Toploadern machen. Und anscheinend kann ich das schon mal von GSG bestätigen. Toploader werden zurückgeschickt. Zumindest bei GSG. Ich meine aber, also irgendwer hatte das doch gesagt, ich habe noch mehr Karten eingeschickt. Also ich habe noch mehr Unternehmen getestet. Deswegen kann es sein, dass meine Sachen jetzt gerade ein bisschen gemischt sind im Kopf. Aber irgendein Unternehmen hatte direkt gesagt, das geben sie nicht zurück. Also Toploader werden nicht zurückgegeben. So, hier haben wir den ersten Stapel. So sieht das Ganze von hinten aus. Ich habe mich dafür entschieden, keine Subgrades mitzukaufen, die kosten extra, die würden dann hier stehen. Da ich aber nicht so mega teure Karten eingeschickt habe, dachte ich mir, auf Subgrades verzichte ich erstmal. Auch wenn das jetzt vielleicht spannend wäre, aber das hätte, glaube ich, 3 Euro nochmal extra gekostet pro Karte. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Und wir haben als erstes, ja gut, ein Reshiram Glurak. Ich dachte mir, wenn ich Karten einschicke, dann muss ich auf jeden Fall irgendwelche Glurak-Karten einschicken. Ich habe natürlich auch geguckt, dass sie möglichst gut aussehen, dass das Centering passt. Hier sehen wir schon, es ist minimal off-centered, also wirklich nur minimal, aber das sehen dann die Messgeräte eher. Vorne sieht es eigentlich ganz gut aus. Das sind, soweit ich mich daran erinnern kann, größtenteils boosterfrische Karten gewesen. Es ist Near mit Mint, das heißt, wir haben schon mal keine 10, sondern wir haben eine 8,5. Das ist ein sehr solides Grade, vor allem für GSG. Ich habe hier fast noch keine 10er gesehen, also die sind wirklich extrem streng. Deswegen ist eine 8,5 eine wirklich solide Note. Hätte ich jetzt die Subgrades, würde man wissen, woran es liegt, aber ich sehe auf jeden Fall hinten, ist es leicht off. Hier vorne... Ja, hier vorne auch, vor allem die Seite ist ein bisschen dünner, das sieht man. Oben, unten sieht eigentlich ganz gut aus, aber das Ganze wird natürlich gemessen und es wird unter dem Mikroskop angeguckt, unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Also hier sind vielleicht Mini-Kratzer drauf, aber man sieht schon, das Centering ist nicht perfekt und schon allein deswegen kann es bei GSG keine 10 werden. Deswegen eine 8,5 bin ich zufrieden mit. Also ich glaube, alles unter einer 8, da wäre ich sehr enttäuscht, aber alles 8 und aufwärts bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Wir machen direkt mal weiter. Das sieht auch wieder ganz okay aus. Ich glaube, das Centering sieht bei allen recht ähnlich. Ach, es ist noch ein Reshiram Glurak. Sehr gut. Das können wir gleich am besten auch mal sehr gut vergleichen, wenn wir das Grade sehen. Spontan würde ich sagen, die nehmen sich tatsächlich nicht viel. Spontan würde ich sagen, das ist minimal besser gecentert, aber ja, es ist so mit bloßem Auge ganz schwer zu erkennen. Und wir haben einen neuen! Ich hatte vielleicht recht, dass es minimal besser gecentert ist.
denn es hat eine 9. Und eine 9 ist schon sehr, sehr gut. Also eine 9 von GSG, da bin ich sehr zufrieden mit. Wir können auch nochmal den Moment nutzen, um uns die Etiketten anzugucken. Ich finde persönlich, die sehen sehr edel aus, auch wenn das Logo mir ein bisschen zu sportmäßig ist, aber generell finde ich, macht das einen sehr guten Eindruck. Das ist so schön aufgelistet hier. Die Zahl könnte vielleicht ein bisschen mehr im Fokus stehen, aber das ist ja bei PSA-Karten auch nicht anders. Das dürfte auch das neue Case sein. Hier unten, das GSG ist da auch mit eingraviert. Ich finde, die Cases machen einen guten Eindruck. Ich werde gleich auch mal eins rausholen aus der Tüte, aber die meisten lasse ich natürlich drin, damit das Case nicht beschädigt wird. Aber so muss ich sagen, machen die einen robusten Eindruck. Aber das gucken wir uns gleich nochmal genauer an bei einem Case. Aber cool, die erste 9, das freut mich sehr. Da bin ich wirklich zufrieden mit. GSG ist sehr, sehr streng. Ich habe versucht, bei eBay eine 10 zu finden. Es ist wirklich ganz schwer. Ich glaube, ich werde auch die Preise, die ich hier angebe, wenn ich denn welche angebe, die können nicht super genau sein, weil es, glaube ich, noch nicht so viele Sales gibt. Dann noch von der Karte. Oh, das ist eine sehr coole Karte aus dem Generations Set. Pikachu Full Art ist mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Deswegen habe ich die auch eingeschickt. Darüber, da ärgert es mich, dass ich nicht die Subgrades noch mit angegeben habe. Also hier hätte ich sie schon gern gewusst. Ich hoffe, die Karte hat eine gute Wertung. Sie macht so erstmal einen guten Eindruck. Ja, ich glaube auch, das ist alles nur so ein Gespür. Aber wenn man hier drüben guckt, ich glaube, es ist minimal off. Hinten... Ja, auch auf dieser Seite würde ich sagen, minimal. Aber es ist ganz schwer, das mit bloßem Auge zu sehen. Und Schäden hatten die Karten eigentlich alle nicht, soweit ich weiß. Deswegen schauen wir mal. Es ist eine 8,5 leider nur. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, alles über eine 8 nehme ich dankend an. Vor allem so eine schöne Karte, die mittlerweile sauteuer ist. Und ich bin froh, dass ich die jetzt in einem Case habe, dass sie geschützt ist. Ich glaube, ich ordne das hier mal nach Grades, damit wir mal am Schluss sehen, wie viel ich von welchem Grade bekommen habe. 9, eine 9 bis jetzt und eine 8,5. Es geht weiter. Ich habe übrigens nur deutsche Karten eingeschickt, weil ich mir dachte, englische und japanische schicke ich dann doch eher zu PSA, auch wenn es länger dauert, aber der Wertgewinn ist da schon noch mal ein bisschen höher. Aber ich muss gestehen, oh, ein Rayquaza GX. Die Karte ist auch sehr teuer geworden. Ich muss gestehen, die Preise sind tatsächlich höher, als ich dachte. Also ich habe ein bisschen bei eBay geguckt und ja, die kommen tatsächlich schon ganz gut an, muss ich sagen. Aber wir gucken uns jetzt erstmal dieses tolle Rayquaza an. Es ist, auf den ersten Blick dachte ich, oh, das Centering ist aber nicht gut. Und dann habe ich nochmal genau geguckt und dachte, eigentlich ist der Abstand auf allen Seiten doch ziemlich, ziemlich gleichmäßig. Hinten nicht so, hinten sieht man, hier oben ist sehr dick, hier ist eher dünner. Bei PSA wäre es aber so, dass man die Rückseite nicht so doll zählt wie die Vorderseite. Wir schauen einfach mal, wie es hier gemacht wurde. Eine 9! Sehr stark! Das ist sehr stark. Also allein weil Rayquaza einer meiner Lieblings-Pokémon ist und dann auch noch in Shiny, ist auch sehr im Preis gestiegen. Die habe ich tatsächlich auch nicht selbst gezogen, sondern die habe ich mir letztes Jahr noch bei eBay gekauft für, ich glaube, einen Zehner. 10 Euro. Und da kann ja wirklich alles kommen. Wenn man bei eBay Karten kauft, kann wirklich alles kommen. Und es ist eine 9. Das ist schon erstaunlich für eine Karte, die man nicht selbst gezogen hat und nie weiß, wie der Besitzer sie behandelt hat. Und der Versandweg kommt ja auch noch dazu. Also viele Variablen, die aber dieses Mal gut gingen. So, hier sehen wir hinten auch wieder der Rand oben und rechts ist auf jeden Fall dicker als links. Also wird das vermutlich auch schon mal keine 10 sein. Oh, es ist das zweite Rayquaza. Was sehr ähnlich gecentert ist, aber hier sieht man schon, oben ist es ein Tick dünner als unten. Also ist das Centering auf jeden Fall schlechter als bei unserem ersten Rayquaza. Deswegen würde ich jetzt spontan sagen, es ist auch eine 8 oder eine 8,5. Auch eine 9! Auch eine 9, sieh an! Ja, wir wissen natürlich nicht, wo es hapert. Es kann gut sein, dass wir irgendwo auf der Karte, oder ja, dass irgendwo doch Mikrokratzer sind und deswegen irgendwo die Werte gemindert sind. Also bei den beiden ärgert es mich doch auch ein bisschen, genauso wie bei dem Pikachu, dass ich keine Subgrades mitgenommen habe. Dann wüsste man es halt genau. Aber es sind auch alles keine 1000-Euro-Karten, sage ich mal. Deswegen ist das auch nur, ja, bedingt wichtig. Es wäre natürlich spannend. Und ich werde das definitiv auch nochmal machen, vor allem, weil ich jetzt auch ein paar deutsche, wirklich hochpreisige Karten gezogen habe. Aber ja, generell finde ich die Entscheidung nach wie vor schon in Ordnung. So, hier sehen wir auch, links, rechts ist links ein bisschen dünner als rechts, oben ein bisschen dicker. Wird vermutlich auch keine 10 sein. Wir haben nächstes Shiny mit Quajutsu.
was oben auch ein bisschen dicker ist als unten und links gefühlt minimal dicker als rechts der Rand. Ja, die habe ich aber selber gezogen, habe ich auch sehr gehütet, deswegen wird das bestimmt mindestens eine 8 und wir haben eine 9,5! Eine 9,5! Oh, das freut mich aber. Gut möglich, dass nur das Centering hier hinten uns die 10 versaut hat. Also das ist ja auf jeden Fall, also ja, vor allem links. Links ist auf jeden Fall dünner als rechts. Oben, unten, also es ist schon recht gleichmäßig, aber man sieht einen Unterschied. Boah, eine 9,5. Das freut mich wirklich sehr. Vor allem auch, dass ich die selbst gezogen habe und dass es so eine gute Karte ist. Also bis jetzt muss ich sagen, ist der Schnitt sehr, sehr gut. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn es auch so bleibt. Also wenn wir nichts unter einer 8,5 ziehen, bin ich, glaube ich, mega, mega zufrieden. Vor allem, dass bisher die Shinies die höchsten Noten haben, macht mich schon sehr glücklich. Aber ich glaube, wir werden hier die erste schlechtere Note sehen, denn ich weiß natürlich, was ich noch eingeschickt habe. Und dabei war auch eine Karte, die sehr, sehr alt ist, aus dem Fossil-Set. Spoiler, mehr sage ich nämlich nicht. Lasst euch überraschen, was das Ganze wird. Packe ich hier mal den Rest hin. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die eine 8 oder höher bekommt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil die schon so alt ist. Die habe ich auch gebraucht gekauft, die war sehr billig. Aber da kommen wir zu, wenn ich sie denn habe. Der Rand sieht sehr gleichmäßig aus, aber gefühlt ist ja auch der linke Rand dünner als der rechte. Deswegen würde ich ja auch schon mal nicht mit einer 10 rechnen. Aber gerade eben waren wir auch schon nur dicht dran und okay, ja. Okay, genau, die habe ich eingeschickt. Ich finde natürlich das Artwork hammergeil. Es ist eine Promokarte, die aus Dreier Blister kommt. Die Evolutions mag ich alle sehr. Das sieht sehr schick aus. Von den Vivid Voltage, also Farbenschock Blistern, gab es auch nicht so viele. Ich habe die aber eingeschickt, weil ich dachte, der Zustand ist sehr, sehr gut. Und ich hätte die einfach gerne in einem Case. So. Also das ist keine Karte, was irgendwas mit Wertsteigerung zu tun hat. Die wird nie richtig viel wert sein. Ist aber eine sehr, sehr schicke Karte, wie ich finde. Und aus meiner Erinnerung heraus dachte ich, Mensch, die sieht wirklich sehr gut aus. Deswegen bin ich gespannt, was sie jetzt für eine Note bekommt. Hier mit Mint, es ist eine 8. Es ist tatsächlich nur eine 8. Was aber auch nicht so erstaunlich ist, wenn man bedenkt, wie die Blister-Promos gelagert werden. Die hängen ja da so, die sind so ins Plastik eingeschoben. Das ist schon mal keine gute Voraussetzung, um gute Grades zu bekommen. Deswegen hier bisher unsere schlechteste Note mit einer 8. Ist aber auch bei der Karte nicht so schlimm. Ich bin froh, dass die coolen Shinies bisher gute Noten bekommen haben. Wir machen weiter. Was sehen wir hier? Links, rechts sieht auf den ersten Blick gut aus. Oben, unten auch. Natürlich habe ich das vorher alles schon geprüft. Also hier wird keine Karte dabei sein, die super off-centered ist oder so. Wir haben einen Ash Pikachu aus dem Kinofilm. Die habe ich auch selbst gezogen. Also ich war im Kino und habe die in die Hand gedrückt bekommen. Ich habe da mehrere von und die sah auf jeden Fall am besten aus. Aber ich sehe auch schon, vor allem wenn man hier unten an den Ecken guckt, das Centering ist nicht ganz ideal, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber hier drüben ist dicker als links. Also ich würde mal hier, ja, ich würde maximal eine 9 sagen, aber ich glaube eher, dass es eine 8,5 ist. Es ist eine 8,5. Das Gute an diesen Karten, das hat keinen Holo-Effekt, das heißt, hier kann schon mal weniger das Holo zerkratzt sein, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Kanten aussehen, wie die Ecken aussehen. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich Karten nehme, die keine Punkte an den Ecken haben. Und wenn, dann nur ganz minimal, weil ich weiß, wie streng GSG ist. Also ich habe natürlich super viele Karten, da hätte es sich gelohnt, die einzuschicken. Allein, weil es coole, wertvolle Karten sind. Aber ich dachte, nee, die würden höchstens eine 7 bekommen. Und dann schicke ich sowas auch nicht ein. Außer man hat natürlich eine Herzenskarte, die du schon immer mal in einem Case haben wolltest. Weiter geht's. Ja, wie gesagt, die Karten sind alle ganz gut gecentert. Ich habe sie ja vorher schon angeguckt, aber auch hier würde ich sagen, ist links ein bisschen dünner als rechts. Wir haben eine sehr coole Pikachu-Promo aus dem letzten Jahr noch, eine Schwert- und Schild-Promo, die erstaunlicherweise sehr hoch gegangen ist im Preis. Verwundert mich aber nicht, denn das Artwork ist wirklich fantastisch. Ist auch diese Box, wo die Karte drin ist, ist auch so im Preis gestiegen. Also allein die Box noch zu bekommen, ist ganz, ganz schwer. Ich finde die Karte sehr, sehr schön. Und ich habe davon mehrere natürlich und habe die schickste eingeschickt. Und wir schauen jetzt mal, was das Ganze wird. Ich sehe, der Rand ist rechts auch ein bisschen dünner. Ich würde auch mal höchstens 8,5 sagen. Und es ist tatsächlich eine 8,5. Damit bin ich aber sehr zufrieden. Das ist ja Near Mint Mint. Ganz Mint wäre natürlich noch besser, aber
Eine 8,5 ist, finde ich, sehr solide. Das wäre auf jeden Fall eine 9 bei PSA, denn GSG ist sehr, sehr streng. Wir machen weiter. Es könnte spannend sein, dass wirklich unsere Fossilkarte, von der ich gesprochen habe, dass die ganz zum Schluss kommt. Das finde ich natürlich cool, dass es spannend bleibt. Hier ist auch wieder links ein bisschen dünner. Das scheint irgendwie so ein Problem zu sein. Es kann jetzt auch nur meine Wahrnehmung sein, aber links sieht dünner aus als rechts. Es ist Jesse & James. Die Karte mag ich sehr. Die ist sehr, sehr günstig noch zu bekommen. Ich finde die aber extrem cool. Wir haben hier Mauzi im Hintergrund. Wir haben hier Woingenau im Hintergrund. Ich finde, das ist eine sehr ikonische Karte und aktuell viel zu billig, finde ich. Aber die habe ich auch selbst gezogen. Ist unten auch dünner als oben. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, wie das bei Full-Art-Trainern gewertet wird. Sieht sehr gut aus, habe ich selber gezogen. Wir wissen nicht, ob hier Mikrokratzer sind. Die Ecken sahen alle gut aus, soweit ich das beurteilen konnte. Ich würde es aber auch mal sagen, das wird eine 8,5. Es ist eine 8,5. Und das ist auch völlig in Ordnung. Da bin ich sehr zufrieden mit. Bisher muss ich echt sagen, die coolsten Karten, das sind die Rayquazas und das Quajutsu, haben die höchsten Noten und da bin ich natürlich sehr zufrieden mit. Aber, ich habe es schon angesprochen, das ist die Karte, auf die ich am meisten gespannt bin, denn die ist die älteste und wir sehen hier unten auch schon, da ist Whitening an der Ecke. Da auch minimal, aber auf jeden Fall mehr auf der linken Seite. Rechts nicht, links nicht. Die sah sonst recht clean aus. Das Centering sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ist gefühlt links auch ein bisschen dünner als rechts, aber vor allem hat sie unten diesen Dotzer. Wir werden gleich sehen, wie sehr das einschlägt. Es ist ein Aerodactyl, aber mit Pre-Release-Stempel. Als ich das damals entdeckt habe, dachte ich, krass, sowas gab es. Ja, sowas gab es tatsächlich. Gibt es sogar auch mit First Edition-Stempel, wenn ich mich nicht irre. Den hat das jetzt hier nicht, aber es hat trotzdem Pre-Release-Stempel. Fand ich sehr, sehr cool. Habe ich damals 9 Euro für bezahlt. Ich weiß nicht, wie teuer die Karte jetzt ist. Aber ich fand, der Zustand war doch sehr, sehr gut. Sieht man jetzt natürlich in dem Case nicht mehr so, aber hier waren nicht wirklich Kratzer auf dem Holo. Das sah noch sehr gut aus. An den Ecken hat man es natürlich gesehen und das Centering hier rechts ist auf jeden Fall dicker als links. Ich hoffe, es wird eine 7,5. Ich glaube eher, dass es in Richtung 6 wird. 6 bis 7. Deswegen eine 7,5 wäre krass. Es ist eine 8! Boah, das ist schon krass, wenn man bedenkt, hier, dieses Aquana habe ich vor ungefähr einem Jahr selbst gezogen und dieses Aerodactyl ist gefühlt 20 Jahre alt und kriegt auch eine 8. Wahnsinn! Wahnsinn! Das lässt mich aber schon, also jetzt hätte ich schon gern die Subgrades, weil dieses Aerodactyl ist die einzige Karte, wo man halt deutliches Whitening unten links an der Ecke sieht. Die anderen Ecken sehen tatsächlich gut aus. Ich kann jetzt hier durch die Hülle auch keinen großen Kratzer oder sowas wahrnehmen, aber ich habe die natürlich eingeschickt, weil ich gesehen habe, dass sie super aussieht. Also das Holo-Muster vor allem war frei von Kratzern, da war keine Printline drauf, das Centering ist nicht ideal und da hinten die Ecke, aber das ist anscheinend das Einzige gewesen, denn es hat noch nie mit Mint bekommen und das ist für so eine alte Karte krass. Also ich bin super glücklich, dass die eine 8 bekommen hat. Generell das Schlechteste, was wir bekommen haben, ist eine 8. Was mich sehr, sehr glücklich macht. Also ich muss sagen, der Schnitt ist gut. Und wenn man sich das so anguckt, 2 Achten. 1, 2, 3, 4, 5, 8,5. 1, 2, 3 Neunen und eine 9,5, die wahrscheinlich bei PSA eine 10 kriegen würde. PSA nimmt mittlerweile auch deutsche Karten. Also ich könnte natürlich überlegen, die noch einzuschicken. Aber ich beobachte einfach mal, wie sich das mit GSG noch verhält in den nächsten Jahren, kann man eigentlich so sagen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden und ich werde jetzt auch mal einen so einen Case hier auspacken, damit wir das nochmal genauer unter die Lupe nehmen können. Aber bisher muss ich sagen, ist mein Eindruck wirklich sehr gut. Was man jetzt von der Strenge hält, ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich finde Strenge generell gut, also man sollte nicht zu leicht 10 bekommen, aber so motivierend ist es natürlich auch nicht, wenn du nie eine Chance auf eine 10 hast. Aber das macht die Karten immerhin auch besonders. Es geht hier immerhin auch um eine Wertsteigerung. Und wenn die Bewertung konstant ist, wenn da wirklich Consistency drin ist, dann ist es eigentlich auch in Ordnung, dass man sowas hier hat. Dann weiß man, eine 9 ist eben auch gut was wert, weil das ist eine sehr, sehr gute Mint-Karte. Und das muss man, glaube ich, auch wertschätzen. Von daher, ich bin eher Freund der Strenge, würde mich natürlich aber wie jeder andere auch über mehr Zähnen freuen. So, ich habe jetzt hier das Aquana mal ausgepackt. Ich muss sagen, das Case macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Man hört, wie die Karte leicht hin und her wackelt. Die Karten haben auch alle nochmal so eine Sleeves bekommen. Sleeves, die halt genau passen. Hier, wie gesagt, hier hinten, das finde ich,
Da würde ein eigentliches Subgrade stehen. Das finde ich nicht ganz so schick. Hier diese Internetadresse kann man draufschreiben, aber ich bin absolut kein Fan davon, wenn hier so große Zeichenabstände sind. Also die Lücken, diese Leerzeilen finde ich ganz schrecklich. Also optisch macht das für mich einen ganz schrecklichen Eindruck. Vor allem in der Mixtur mit normaler Schrift. Ja, also ich finde, an den Rückseiten muss noch gearbeitet werden. Klar, wenn man Subgrades hat, hat man das Problem nicht. Aber auch die Subgrades kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Aber ich finde es auch nicht ideal gelöst. Aber das ist schon ein Noise Case. Also sie hören schon auf Wünsche von den Kunden. Das finde ich ganz edel, dass das hier mit eingraviert ist. Das hebt sich auch so ab. Die zwei Schweiß- oder Stanznaht, ich weiß gar nicht, wie es zu Mehrzahl davon ist, hier diese Stanznaht, ist relativ unauffällig, das finde ich gut. Es ist hier noch so milchig ringsherum. Fühlt sich ein bisschen scharfkantig an, auch wenn es nicht so aussieht. Aber ich muss sagen, diese Cases machen wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Die scheinen sehr robust zu sein. Ich habe das Gefühl, dass meine Karten gut geschützt sind. Ich mag auf jeden Fall dieses goldene Logo. Das hat was sehr Edles. Das Wappen ist auch cool, auch wenn es sehr auf Sport ist, habe ich schon gesagt. Aber generell finde ich die Aufmachung wirklich cool. Und ich hoffe, dass sich das Unternehmen einfach noch besser hält und hier in Deutschland einfach mal Fuß fassen kann. Es ist natürlich mega cool, ein Graining-Unternehmen in eigenem Land zu haben. Nicht über die halbe Welt was verschiffen zu müssen, sich mit Zoll rumärgern müssen oder über Mittelsmänner. Das fällt alles weg, wenn man im eigenen Land ein Unternehmen hat, vor allem wenn sich das mit der Zeit etabliert, dann werden auch die Preise auf jeden Fall stabiler und der Wertgewinn wird da sein, wenn die Leute es denn annehmen. Also es ist alles von euch da draußen abhängig. Wenn das hier von den Sammlern angenommen wird, dann steht dem eigentlich nicht mehr viel im Weg, dass das auf gleichem Preisniveau wie PSA oder Beckett irgendwann mal fallen kann. Zumindest denke ich das, wenn die Leute dahinter stehen. Aber es sind auch deutsche Karten, es ist ein anderer Markt. Aber ich bin froh, dass wir das haben und ich finde, das kann einfach auch nur gut sein, wenn man das Ganze unterstützt. Ja, ich bin wirklich zufrieden. Das ist wirklich spannend. Also ich bin sehr aufgeregt gewesen, diese Karten jetzt hier auszupacken. Das ist für mich das erste Mal gewesen. Aber es ist wirklich spannend, eine Karte zu ziehen, einzuschicken, vorher noch durch die Ordner zu wälzen, gucken, welche Karten besonders gut aussehen. Ich finde den ganzen Prozess super. Der dauert lange, aber das ist irgendwie auch Teil des Ganzen, dass sie dann nach Monaten zurückkommen und du dich wirklich freuen kannst. Ich bin wirklich sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich mit den Karten und werde mit Sicherheit auch wieder welche zu GSG schicken. Wie gesagt, ich habe auch noch andere Grading-Unternehmen gerade im Petto. Die sind aktuell noch im Grading, dürften aber innerhalb der nächsten 2 Monate auch zurückkommen. Und dann werde ich die mal ein bisschen damit vergleichen und da euch auch meinen Eindruck zu schildern. Das war jetzt ein bisschen länger, ich habe ein bisschen mehr gequatscht, weil das jetzt für mich auch so eine kleine Reise war. Kleinen Erfahrungsbericht, je nachdem, was ihr davon mitnehmen konntet. Ich bin generell zufrieden, es hat nicht allzu lange gedauert. Es ist relativ teuer, es hat 20 Euro pro Karte gekostet. Es hätte nochmal 3 Euro mehr für ein Subgrade gekostet. Es ist relativ teuer. Aber die sind alle aktuell auf dem Preisniveau. Also ich finde den Preis eigentlich auch in Ordnung und das sollte eigentlich auch Leute ein bisschen davor abschrecken, so eine Karten hier einzuschicken. Also wenn man wirklich nur sehr, sehr Karten, eigentlich auch Jesse und James, eigentlich sind die meisten Karten, die ich hier selber eingeschickt habe, sind eigentlich nicht Karten, die ich auch zu PSA schicken würde, außer vielleicht die Shinies. Muss jeder selbst entscheiden. Ich bin kein Fan davon, wenn man zu häufige Karten einschickt, die einfach keinen Wert haben. Das überlastet das ganze System, das überschwemmt den Markt mit gegradeten Karten. Aber das muss jeder für sich selbst sehen. Manchmal steckt eine Geschichte hinter einer Karte, dann kann man sie graden, das ist jedem selbst überlassen. Ich habe das Ganze mal getestet, ich werde es wieder machen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrungen mit Grading-Services sind. Habt ihr auch schon mal GSG benutzt? Und wie waren da eure Erfahrungen? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, lasst mich gerne mal wissen. Es wird noch mehr von Grading kommen. Ich weiß nicht, wie sehr euch das interessiert. Dann würde ich das auch noch mal ein bisschen genauer machen das nächste Mal. Das war jetzt wirklich ein frei von der Leber reden, wie so mein Ersteindruck ist. Ich rede auch jetzt schon wieder sehr viel, aber es ist für mich halt wirklich was Besonderes. Man hat so lange gewartet, jetzt ist es endlich da. Es ist für mich einfach ein Event gewesen, das ich ein bisschen auskosten wollte. Deswegen verzeiht die Länge des Videos. Das wird bestimmt in Zukunft auch ein bisschen knapper. Ich hoffe, euch hat es interessiert. Wenn ihr Fragen zum Grading allgemein habt, haut's gern raus. Ich versuche das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und auch gern noch mehr von Grading in Zukunft zu zeigen. Habe ich auch versprochen. Ich hoffe, es interessiert euch genauso sehr wie mich. Deswegen lasst ein Abo da, um auch zukünftige Grading-Videos nicht zu verpassen. Wenn euch das hier gefallen hat, auch gern mal ein Like. Haut alle Fragen raus, die ihr habt. Ich beantworte die. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Gut und frohes Graden euch allen. Sage ich jetzt mal. Tschüss.